Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls. Wir haben gerade eben den Forst aufgeräumt. Ich weiß nicht, ob das Forst heißt, aber... Oh Gott, Elvis, was tust du? Nicht einfach so. Der macht mir manchmal Panik, der Junge. Wisst ihr das? Okay, ich muss immer noch auf den Lieferanten achten und, ja. Aua. Nicht. Hauen. Hauen böse. Ich glaube, er hat's verstanden. Okay, wir gehen jetzt die Kristallhöhle runter und werden uns mal um den Drachen kümmern. Ich habe alle Namen vergessen. Sehr gut. Okay, auf dem Weg nach unten werden wir interessante Dinge sehen. Oh, guckt mal da, da fallen Schneeflocken runter. Könnte das etwas bedeuten? Vielleicht. Ah, schön. Menschlichkeit erhalten. Das war eins der letzten Sachen, die ich hier irgendwo gefunden hatte in der Kristallhöhle. Ach ja, gut, die tun einem nichts. Wenn ich mich richtig erinnere. Kann natürlich auch total falsch sein. Ja. Hier werden wir auf unsichtbare Wege treffen. Theoretisch kann man hier ständig seine Prismasteine spammen. Nein, hier geht's noch nicht lang. Hier geht's lang. Oh Gott, ob ich das noch hinbekomme. Okay, folgendes. Ein Weg ist voraus. Oh Gott. Ihr habt's ja jetzt gerade schon gesehen. Die Schneeflocken fallen manchmal an manchen Stellen runter und zerbersten dann. An den Stellen kann man laufen. Orientiert euch einfach da dran. Okay. Dahin und wir sind safe. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh mein Gott. Lass mich in Ruhe. Nein. Und tot. Ich habe mich gerade wieder an etwas erinnert. Das ist eine Sache, die man nicht machen sollte. Mist. Okay, 24.000 Seelen sind halt futsch. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Komme ich mit klar. Gut. Mist. Das ist echt unpraktisch, wenn man auf zwei Sachen achten muss. Vor allem, wenn die eine Sache Dark Souls ist und die andere noch wichtiger. Mann! Aber na gut, was soll's. Ich brauche ja eine Folge für heute und für morgen und für die komplette nächste Woche. Verdammt, ich habe Schaden genommen, weil ich zu früh runtergefallen bin. Egal. Machen wir einfach das, was ich immer gemacht habe, als ich diesen Boss versucht habe. Rennen wir einfach durch. Das klappt nämlich wirklich einfach am besten. Ist leider so. Ist das da hinten ein Grafikfehler oder ist das da hinten eine Schrift? Wenn ja, dann frage ich mich, wie der Typ da hingekommen ist. Lass mich in Ruhe. Gut. Sehr brav. Laufen wir einfach weiter, laufen wir einfach weiter, laufen wir einfach weiter. Bla 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 bla. Wird schon passen, wird schon passen, wird schon passen. Und wenn nicht, dann, nochmal. Ich drehe mal kurz meine Musik noch leiser. Oh, der Eisriese verfolgt uns. Ich will wirklich sehr ungern dieses Paket verpassen. Okay. Es hat geklappt. Oh mein Gott. Folgendes. Bei dem Typen einfach vorbeirennen, so gut es geht. Das Problem ist... Ich sehe gerade nicht, wo die Schneeflocken runterkommen. Da drüben müssen wir hin. Okay, gut. Einfach rennen. Sprinten, sprinten, sprinten und hoffen. Hat geklappt. Gut. Ja, ich weiß, da drüben ist noch irgendwas, aber das werde ich, wenn überhaupt, ganz, 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 ganz zum Schluss holen. Gut. Beten wir, dass der Typ jetzt nicht kommt. Wenn er jetzt nicht kommt, dann... haben wir sehr gute Chancen. Oh Gott. Okay. Erstes Schalentier kaputt. Das ist gut. Das nächste ist erwacht.
2 Stöße und tot. Sehr gut. Die lassen sehr oft, glaube ich, irgendwas fallen. Funkeltitanit war es. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hoffen und beten, Jungs. Und Mädels, falls hier Mädels zuschauen. Okay, ich habe 2 getriggert, was ich nicht wollte. Verdammt. Ich habe alle 3 getriggert. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Estes, Estes, Estes. Wer, du kommst jetzt, Lieferant. Ich habe ein Auto gehört. Oh Gott. Nein, gut, er kommt nicht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Panik. Funkeltitanit, geil. Panik und Funkeltitanit. Okay. Das Teil da hinten schläft weiter, das ist gut. Nein, daneben. Daneben. Komm schon. Elvis. Sehr gut. Okay, er ist noch nicht da. Noch leiser drehen die Musik. Alter, gleich höre ich gar nichts mehr. Okay. Oh nein, er ist wach, er ist wach, er ist wach, er ist wach. Zustechen. Nochmal zustechen. Oh, gut. Das ist jetzt mega Risiko. Mache ich den Bosskampf und hoffe, dass er jetzt nicht in diesen 5 Minuten kommt? Ich probiere es. Ich probiere es. Ich gehe das Risiko ein. Versuchen wir es. Und der Boss erscheint. Seth, der Drache. Der Kristalldrache. Der Schuppenlose. Oh mein Gott! Beeil dich doch einfach, Elvis. Du hättest es schaffen können. Du hättest es schaffen können. Aber nein. Panik, Panik. Okay, folgendes. Die Taktik ist, wir müssen zuerst mal dieses Teil zerstören. Ich dachte gerade, wir wären am anderen Ende des Raumes, aber sind wir anscheinend nicht. Folgendes. Wir haben jetzt dieses Teil zerstört. Und nun können wir Sief einfach an dem Schwanz hinten hauen. Okay. Schnell aus dem Weg. Er macht seinen Eisangriff. Anscheinend doch nicht. Okay, wir sind safe. Lauf, Elvis! Einfach rumlaufen. Keine Panik. Das wird schon. Es ist ein langer, langer, langer Kampf, wenn ihr das so macht, aber es wird gehen. Es wird gehen. Denkt dran, eure stärkste Waffe auszurüsten und die weiter nicht zu nehmen. Wenn ihr so einfach rumrennt, wird er euch nicht treffen. Es sei denn, er macht seinen Eisatem, dann rennt einfach so weit wie möglich. Okay, gut, weiterrennen, weiterrennen, weiterrennen. Nicht zu dicht vor ihm stehen. Dann macht er, glaube ich, auch noch irgendeine Spezialattacke. Oh Gott, oh Gott. Nein, 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 nein. Oh Gott, nein, 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 nein. Elvis, lauf, Elvis, lauf, Elvis, lauf, Elvis, lauf, Elvis, lauf. Oh Gott. Ah. Nein. Oh Gott. Bitte mach das nicht nochmal. Fup. Ja, das passiert, wenn man zu dicht an ihn rangeht. Also bleib wirklich außen. Das so als Hinweis. Das wäre natürlich schön gewesen, wenn ich den jetzt beim ersten Mal geschafft hätte. Dann hätte ich jetzt nicht mehr die Panik, dass ich jetzt nur drauf achten muss. Okay. Ja. Ich würde sagen, wir sind gleich wieder beim Boss und ich schneide das wirklich einfach. Gleich wieder beim Boss. Ciao!
Einfach durchlaufen. Einfach durchlaufen und durch den Nebel. Sie werden uns nicht kriegen. Sie werden uns nicht kriegen. Ich habe gepokert. Okay, diesmal gehen wir an das andere ran. Weil, einfach deswegen. Ich weiß nicht mehr warum. Aber ich glaube, ich habe ihn das letzte Mal auch von links her platt gemacht. Also von uns aus links. Ach nee. Fuba, Fuba, Fuba. Wir müssen natürlich erst nochmal seinen Teil kaputt machen, weil das nicht kaputt bleibt. Er ist jetzt geschwächt. Wir können ihn töten. Wir können ihn töten. Jetzt kann der Lieferant kommen. Dann würde ich echt kotzen. Aber nur ein bisschen. Yes. Nein. Wir sind tot. Okay. Wieder bis gleich. Das machen wir jetzt so lange, bis wir es schaffen. Vertraut auf das Herz der Karten. Okay, nächster Versuch. Yay. Lass mich in Ruhe. Okay. Taktik wie gerade eben. Erstmal an ihm vorbeilaufen. Und hoffen, dass er einen nicht one-shottet. Nächster Schritt. Seine Lebensenergie zerstören. Gut. Schritt 1 gelungen. Theoretisch. Das könnten wir eigentlich auch gerade machen. Wir könnten mal versuchen, seinen Schwanz abzuschlagen. Wenn er jetzt nicht total was dagegen hat. Ich glaube nämlich, dass er mit dem auch noch was machen konnte. Fuba. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Lass mich durch. Ich muss hier durch. Oh Gott. Nein. Nein. Oh Gott. Ja, das, daran hatte ich mich erinnert, dass er irgendwas mit seinem Schwanz machen kann. Komm, mach eine Attacke. Deine Schock-Kristall-Attacke wäre toll. Komm schon. Nein! Also wenn wir jetzt Pech haben, dann haut er mit seinem Schwanz zu und dann sind wir tot. Okay, wir haben Glück gehabt. Oh Gott! Ja, wir waren vielleicht auch ein bisschen waghalsig. Ein ganz klein bisschen. Aber Alter, war das knapp. Ich wollte unbedingt seinen Schwanz abschlagen. Ich weiß nicht mal, was es da gibt, aber ich wollte ihn haben. Na gut, dann halt nicht. Wir sehen uns gleich wieder. Okay, nächster Versuch und hoffentlich werden wir nicht getroffen. Sehr gut. Okay, ich habe jetzt nochmal vorsichtshalber die Terrassentür aufgemacht und hoffe einfach, dass ich ihn dann noch besser hören werde. Falls er denn jetzt doch irgendwann mal endlich kommt. Okay. Bums. Endlich. Sief ist wieder verwundbar. Es hat ja auch ewig gedauert. Yes. Schwert des Mondlichts. Geile Scheiße. Wir haben den Schwanz abgeschlagen. Okay. Vielleicht sollte ich erstmal Estes trinken. Vielleicht soll ich hier weggehen. Oh Mann. Okay, hat geklappt. Ach du Heilige. Ich habe gerade gar nichts mehr gesehen. Und jetzt gerade auch nicht mehr. Wir sind tot. Aber hey, wir haben den Schwanz. Das ist gut. Das ist sehr gut. Sogar, meine ich. Ja.
Wie mache ich das jetzt? Tue ich mir das nochmal an und versuche, zwei Monster gleichzeitig zu bekämpfen? Einmal das Zeitmonster, das mir sagt, du musst auf den Lieferanten warten, und das andere Zeitmonster, das sagt, ich werde dich töten mit einem kristallenen Blick, oder ich habe keine Ahnung, was er da überhaupt macht. Wir sehen uns auf jeden Fall gleich wieder, wenn wir wieder beim Boss sind. Bis gleich. Okay, wir sind gleich wieder da, wir sind gleich wieder da beim Boss. Au, wir wurden getroffen. Nicht gut, das ist bis jetzt noch nie passiert. Schnell durch. Schnell erstes. Leider sind wir jetzt gerade eben auf dem Hinweg gestorben. Das ist mir leider ein bisschen peinlich, aber ja, passiert leider. Aus dem Weg, Junge. Wie soll ich denn so arbeiten? Okay, schnell zu dem Teil hin und hoffen, dass er uns nicht one-shottet. Sehr gut. Schnell, rennen wir zurück zu ihm. Ist der Schwanz jetzt eigentlich immer noch abgeschlagen? Ich wollte mir noch die Waffe angucken. Mist. Das hätte ich natürlich machen können. Estes. Weil wir einfach sicher gehen wollen. Komm mal ein bisschen hier in den Raum rein. Das wäre schön. Ich weiß, das ist gerade relativ riskant, was ich mache. In den Raum reinzulocken, aber... Ich brauche Platz an den Seiten, wenn ich an ihm vorbeilaufen will. Komm mal her, Junge. Alter, wie lahm bist du? Bitte mal etwas schneller. Ein bisschen schneller darf sein. Komm hier lang. Junge, sehr gut. Watschelt der mit seinen Tentakeln eigentlich? Ich glaube schon. Oder? Nicht gut. Etwas weiter weg, bitte. Getötet. Nicht gut. Ah, nein. Verflucht. Fuba. Was? 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 Nein! 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 Ah! Läuterungsstein. Gut, hab doch noch einen. ja. Das war jetzt richtig scheiße. Verdammt! Gut, dann gucken wir einfach nochmal kurz nach, was wir gerade von ihm als Schwanzdrop bekommen haben. War es Grand? Nein, das war irgendwas göttlich klingendes. Schwert des Mondlichtes. Achso, angucken, Viereck. Sehr viel Willen, ein Großschwert, sonst irgendwas. Aber die Boni sind nicht durch Geschicklichkeit und Stärke, sondern durch Zauberkraft, glaube ich, ist das, oder? Ja. Okay. 123 Base Damage, das ist gar nicht so schlecht. Wenn man es jetzt aber mal mit unserem Teil vergleicht, ein bisschen mickrig. Gut, jedem das seine. Brauchen wir erstmal nicht, aber wir können wieder unseren Talisman ausrüsten. Ich belasse es erstmal dabei. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge, wenn wir uns wieder mal dran trauen. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.